challenge to the New World Order to make it an acceptable and fruitful New World Order was to make it clear. Ich glaube, eine neue Weltordnung wird entstehen, weil sie entstehen muss. Es gibt, an irgendeinem Punkt wird ein Equilibrium entstehen zwischen den verschiedenen Einflüssen und das wird dann die Weltordnung sein. Aber es könnte auch die Weltordnung des Chaos sein. Still they don't know what are the rules of the game, the new game of the post-Cold War. A new world order can emerge. A world quite different from the one we've known. A world where the rule of law supplants the rule of the jungle. A world in which nations recognize the shared responsibility for freedom. Obwohl die Wörter neue Weltordnung in Deutschland öfters zu hören sind, scheint es wenig Menschen zu geben, die wirklich verstehen, was eine neue Weltordnung ist und was auf uns in Deutschland und der Welt zukommt, wenn sie eintritt. Um die Frage, was ist die neue Weltordnung, zu beantworten, sind wir von Hamburg nach Sydney, Australien geflogen, wo wir einige Menschen getroffen haben, die die Entwicklung der neuen Weltordnung seit Jahren verfolgen und die uns in diesem Film aufklären werden. Unser erstes Interview ist mit einem ehemaligen Beamten, der wegen seiner jahrelangen Tätigkeit im australischen Geheimdienst anonym bleiben muss. Viele Menschen glauben, die neue Weltordnung ist der Zustand der Weltpolitik nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Kommunismus. Stimmt das? Nein. Die neue Weltordnung ist der Versuch einer Gruppe Internationalisten, eine selbsternannte Elite, die ganze Welt zu kontrollieren durch eine von denen aufgebaute Weltregierung. Sie wird diktatorisch sein, nicht demokratisch gewählt. Und da sie nicht gewählt werden, brauchen sie auch keine Rücksicht auf uns zu nehmen. Ein sogenannter Polizeistaat. Sie brauchen auch eine Weltarmee, eine Weltwährung, eine Weltreligion, eine Weltkultur. Privatbesitz wird nicht mehr toleriert und jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer und diese Daten werden auf einem Weltzentralcomputer gespeichert. Eine Weltarmee, haben Sie gesagt. Wenn die ganze Welt vereint ist, wozu brauchen wir dann eine Armee? Wir brauchen keine Armee. Die Elite braucht eine Weltarmee. Wenn die Völker, wenn die Menschen bewusst werden, was die Elite mit uns vorhat, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Und sie werden wahrscheinlich in Deutschland schwarzafrikanische Soldaten bekommen. Wir in Australien wahrscheinlich türkische Soldaten und so weiter, so wie die Blauhelme heute. Dann haben Sie eine Weltwährung gesagt. Welche Weltwährung bekommen wir denn? Yen, Dollar, Euro? Nein, die Welt wird bargeldlos. Wir werden alle mit Smartcards arbeiten. Und jeder Pfennig, den Sie dann ausgeben, wird registriert. Eine Weltreligion. Es gibt nur den einen Gott. Manche Menschen werden meinen, eine Weltreligion wäre ganz vernünftig. Sie müssen wissen, dass diese Elite keine Moral besitzen. Die sind auch nicht christlich noch islamisch. Sie stellen Satan und Gott gleich. Eine Kultur. Was ist denn aus der multikulturellen Gesellschaftsidee geworden? Ja, wenn die Grenzen und die Nationen verschwinden, verschwinden auch dann die Kulturen. Der Sinn der multikulturellen Gesellschaft ist sowieso eine Monokultur. Eine Mischgesellschaft, wo die Menschen das Zugehörigkeitsgefühl für ihre Nation verlieren. Und damit sind sie auch leichter zu kontrollieren.
Wie wird Privatbesitz weggenommen? Privatbesitz wird wahrscheinlich nicht weggenommen, es wird nicht mehr toleriert, sondern es wird durch extrem hohe Gebühren sowie Wasser und Müll und hohe Steuern unmöglich gemacht werden, es zu halten. Sie sagen, alle Menschen werden nummeriert und die Daten auf einem Zentralcomputer gespeichert. Können Sie mehr darüber erzählen? Ja, jeder Mensch wird registriert, bekommt eine Nummer mit 18 Zahlen und diese Daten werden dann auf einem Weltzentralcomputer gespeichert. Allerdings die Technologie für die Implantation von Mikrochips unter der Haut besteht schon. Und die ersten Versuchsmenschen, 6000 Menschen in Schweden und Großbritannien, tragen schon bereits diese Mikrochips unter der Haut. Wenn das alles tatsächlich eintritt, werden wir dann endlich Weltfrieden haben? Nein. Wie ich sagte, wenn die Menschen bewusst werden, was mit uns gemacht wird, dass wir als Sklaven gehalten werden sollten, dann wird es überall Bürgerkrieg geben. Eine Weltregierung bedeutet keine Weltfrieden. Das alles klingt sehr fantasievoll. Aber gibt es denn überhaupt Beweise dafür, dass die neue Weltordnung mehr ist als nur ein Spruch? Oh ja, diese sogenannten Elite ist sehr eitel und genau wie zum Beispiel die Nazis haben sie ihre mystischen Symbole und die werde ich Ihnen gleich zeigen. Drei wichtige Symbole der neuen Weltordnung sind das Pentagramm, auch als ein okkultes Symbol der Hexen bekannt. Dann auch die Pyramide, gezeigt oft in der Form eines Triangels oder Dreieck. Die Nummer 13, die Nummer des Teufels, spielt auch eine große Rolle. Im Jahre 1933 ließ der US-Präsident Franklin Delano Roosevelt diese zwei Symbole auf dem US-1-Dollar-Schein drucken. Das linke Symbol ist das sogenannte babylonische Siegel. Und es zeigt eine Pyramide mit 13 Reihen Steine, die zu einem erleuchteten Auge hochführen. Diese Pyramide soll die perfekte Form einer Staatsregierung darstellen, wo alle Treppen und Fäden zu einem allsehenden, überwachenden Auge hinführen. Über der Pyramide steht, mit 13 Buchstaben geschrieben, die Wörter Anuichaptas, was so viel bedeutet wie die Geburt wird bekannt gegeben. Am Fuß der Pyramide steht das Datum 1776. Unter der Pyramide stehen auf einem Banner geschrieben die Wörter Novus Ordo Seclorum, ein Satz, der von der Oxford-Universität in England übersetzt wurde als Novus Ordo, neue Ordnung. Und Seclorum ist das lateinische Wort für Sekte oder mystisch und gottlos. Das Banner selbst hat gespaltene Spitzen und die symbolisieren die gespaltene Zunge, womit die neue Weltordnung an uns verkauft wird. Auf der rechten Seite des Scheins ist die Rückseite des babylonischen Siegels abgebildet. Es zeigt einen Phönixvogel. Auf seiner Brust steht ein Schild mit 13 vertikalen Streifen. Über seinem Kopf ist noch ein Banner mit den Wörtern E pluribus unum zu sehen. Auch ein Satz mit 13 Buchstaben, der so viel bedeutet wie aus vielen machen wir eins. Der Phönix trägt in seiner rechten Kralle einen Akazienzweig mit 13 Blättern und 13 Beeren, symbolisch für erzwungenen Frieden unter Satan. Und in seiner linken Kralle trägt er 13 Speere, symbolisch für die zerstörerische und militärische Macht des Teufels. Gekrönt ist das Ganze mit einem erleuchteten Kreis, in dem 13 erleuchtete Pentagramme in Form eines Davidsterns stehen.
Diese zwei Symbole auf dem Dollarschein enthalten weitaus mehr Informationen, als ich hier beschrieben habe. Aber es reicht zu zeigen, dass die neue Weltordnung mehr ist als nur ein Spruch. Nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Europa ist die Elite dabei, ihren Symbolismus uns ins Unterbewusstsein einzuprägen. 1992 brachte der Europäische Rat für Kultur in Frankreich dieses Poster auf den Markt. Unten auf Englisch steht Europe, many tongues, one voice oder Europa, viele Sprachen, eine Stimme. Und um diese Idee zu unterstreichen, haben sie Europa als einen neuen Turm von Babel dargestellt. Die Menschen sind ganz unten und sie werden als Roboter gezeigt. Wie Sie wissen, sind Roboter immer die Sklaven der Elite. Obwohl die Berge auf der rechten Seite des Posters ganz normal gezeichnet worden sind, sind sie links in Form von Pyramiden abgebildet. Etwas merkwürdig. Wo gibt es in Europa Pyramiden? Wieder wird das ganze Bild von einem Kreis von Pentagrammen gekrönt. Nur diesmal sehen die Pentagramme ganz anders als normal aus. Auf diesem Bild stellen sie den Dämon Baphomet dar. Und hier sehen Sie einen Ausschnitt aus der englischen Fernsehsendung Europa 2000, wo das Europa-Kreissymbol wieder mit 13 Pentagrammen gezeigt wird. Bestimmt nur ein Zufall. Und hier? Jack McLam war der höchstdekorierte Polizist in Phoenix, Arizona. Und durch seinen Kampf gegen Drogenhändler ist er in Polizeikreisen fast schon zu einer Legende geworden. Vor ungefähr 10 Jahren wurde es Jack bewusst, dass seine Arbeit in der Polizei von oben eingeschränkt wurde. Statt die Bevölkerung vor Kriminellen zu schützen, wurde er mehr und mehr gegen die Bevölkerung eingesetzt, um ein korruptes politisches System zu schützen. Jack McLam forschte nach und stellte fest, dass die Elite die Polizei benutzt, um Kriminelle zu schützen und politische Exekutionen auszuführen. Die Bevölkerung soll Angst und Bange vor der steigenden Kriminalität bekommen, sodass die Politiker ungehindert drakonische Gesetze einführen und damit gleichzeitig einen Polizeistaat kreieren können. Als er dann eine innerpolizeiliche Organisation formte, um gegen die Pläne der neuen Weltordnung zu kämpfen, wurde er plötzlich zu dem am meist gefeuerten Polizisten in Amerika. Seit 10 Jahren nun fliegt Jack McLam durch die Welt und leitet Seminare, um die Zivilbevölkerung vor der neuen Weltordnung zu warnen. Im Oktober 1995 war er in Sydney. Und hier sind einige Ausschnitte aus seinen Reden. It's everything for your children and grandchildren, what we're dealing with. Because if your police officers and soldiers
will follow all orders that they're given. There is nothing that they cannot be made to do to their own people. Now, in America, I remember when I first became a police officer, it seemed so few years ago. It was 20 years ago, and we used to sit and watch the television set, and we would see East German police machine gunning women and children as they tried to climb to freedom. And it would break our hearts as our police, my fellow officers, would sit there and see, and the tears would almost come into our eyes, and we'd say, how is this possible that the police of a country could be made to shoot their own countrymen? How is this possible? And we didn't understand it, folks. We didn't understand it. That's 20 years ago. But today, in America, we're shooting women and children. We're burning churches. We're killing hundreds of people, my brothers and sisters in uniform. And they're saying it's okay because there's something called politically incorrect people. It's people that are not going along with the program, that are a danger to America. We're taught, we're brainwashed that it's the people that are fighting the New World Order and fighting control over the people so that they can end the drug and crime problem. These people that are standing up wanting us to protect their rights are the bad guys. They're the ones causing our nation to fall, because if the people would just give up their rights and freedoms, we officers would solve the crime problem, solve the drug problem, and we'd get America back on course. And that's the type of training we're getting. He said, if it happened in government, it was planned that way. And so we don't believe in the accidental theory and of government. And I'll tell you, one of our greatest educators in America, by the name of Dr. Stuart Crane, who, like myself, has taken tremendous abuse over the years. He's been in and out of jail many times because of him fighting the New World Order and humanism and all the problems that are going on in America. He's a great man, great patriot. He has 3 PhDs. Now, I can't even understand that. I barely got out of high school. I mean, it was tough for this old cop to get out of high school. I went to college a little bit and then realized that that wasn't for me. But this man is so educated, he makes you nervous to be around him. But he says this about the accidental theory of government. He says this. He said that anarchy and fear are always used when to come into power, dictatorial power, when a small minority wants to come into power over the majority. Now, think about this carefully. Fear and anarchy. I would say crime and drugs. These type of things are used to create fear and anarchy in America. And he said, Dr. Stuart Crane says, that when a small minority wants to come into power over the majority, they create chaos, and out of chaos is supposed to come order. Now, I know some of you are shaking your head. You know where I got that from. And that's exactly what they've been doing in America and other countries, I'm sure, too. But Dr. Stuart Crane went on to say, a result of a successful anarchy is always a police state. And he says the reason for this is if the type of government is decided by violence and crime in the street, a autocratic dictatorship is inevitable because the people will demand it. Isn't that interesting? In America today, crime, fear, drugs, I'll tell you, driving fear unbelievably. Environmental. Let me show you that the people that sat in the Constitutional Convention and the people from Europe, internationalists at that time, that did not want any nations to be free, no nations to be free. They did not want any nations to grow great and strong and powerful, because even before our nation was founded, there was a plan to set up a world government. And so they didn't want any nations to become very strong and powerful, because they were hoping to merge them all together. Now, if you have a nation that has all the bathtubs and the televisions, how do you merge them with third world nations? Like you folks here, you have a lot. How do we merge you
with the third world nations. Well, we have to bring you down to their status. You see? They're not going to bring them up to your status, no, because then they become powerful. And then they become independent, and they don't want that because they can't have, you know, so they have to bring free countries, powerful nations, down to the level of the third world nation. But I want to show you something that's vitally important. I talked to you about them deciding that they were going to destroy God in America because the founding fathers told them. That's what it's based on. Let's see, one I didn't share with you, which is very, very important to Americans, is John Adams' quote. John Adams said to the conspirators, he said to all of us, but he told them that our constitutional republic was fragile. And here's what he said. He says, our constitution in America was made for a religious and moral people, and it's wholly inadequate for the government of any other. Now, you hear what he said? He said, if we were no longer a moral and religious people, our constitutional republic wouldn't even work because it was based on me controlling my own desires, my own sinful nature, and loving thy neighbor as you love thyself, doing unto others as you would have them do unto you. Now, with those two laws, folks, you can throw out the 20,000 new laws a year that are coming into existence in America today. 20,000 new laws a year to control the people, to control the people every year. If you extract that out over 10 years with 20,000 new laws a year, you have a totally controlled society. And I know a lot of that is happening here. With nothing else, they just keep passing more laws, and you're going to have a totally controlled society if they're going to wait that long, but they're not. They got other plans. Es ist jetzt 1996, vier Jahre vor dem Jahr 2000. Und dieser australische Vater ist gerade zu einem Kriminellen abgestempelt worden. Sein Verbrechen, er hat es gewagt, seine 11-jährige Tochter zur Rechenschaft zu ziehen. Nach einem Einkaufsbummel, wo sich die Mädchen ziemlich schlecht benommen haben, ging die Familie zurück zum Auto, wo die 10-Jährige prompt den Autoschlüssel im Türschloss abbrach. Der Vater wurde darauf gezwungen, von der Passagierseite einzusteigen, aber dort saß schon seine älteste Tochter und die ließ ihn nicht rein. Verärgert brummte der Vater, Mensch, beweg dich, Dorko, du kriegst einen Tritt in den Hintern. Und gleichzeitig machte er, ohne das Mädchen zu treffen, eine Trittbewegung mit seinem Bein. Eine vorbeifahrende Polizeistreife, die die Szene beobachtet hatte, verhaftete den verdutzten Vater und sperrte ihn gleich ein. Das Kinderschutzamt wurde angerufen und die restliche Familie stundenlang verhört. Und obwohl die Mutter und die Mädchen mehrmals betonten, dass der Vater niemals in ihrem Leben den Kindern mehr als einen Klaps gegeben hatte, musste sich das junge Mädchen, gerade in der Pubertät, für die Beamten vom Kinderschutzamt nackt ausziehen und eine Ganzkörperuntersuchung über sich ergehen lassen. Der Vater wurde später vom Gericht unter der Vereinten Nationen, Konvention zum Schutz des Kindes, wegen Körperverletzungen für schuldig gefunden und hoch bestraft. Eine satte Geldsumme, die bestimmt die ganze Familie betraf. Die Vereinte Nationen, Konvention zum Schutz des Kindes sagt unter anderem, Kinder gehören nicht den Eltern und genießen jetzt weltweit dieselben Rechte wie Erwachsene. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was gibt den Vereinten Nationen das Recht, sich in die inneren Angelegenheiten Australiens oder in unser Familienleben einzumischen? Und welche Rolle spielen die Vereinten Nationen in der neuen Weltordnung? They want to charge parents for children who get out of line. They want to make the parents responsible. Yet they're taking away the parents' way of dealing with kids that get out of control. Now, how can they be responsible for their children's actions if
they're not allowed to discipline them in any way. Heute spreche ich mit einem Journalisten und Schriftsteller. Karl Heinz, welche Rolle spielen die Vereinten Nationen in der neuen Weltordnung? Ja, Gerda, die UN ist Werkzeug einer mächtigen Elite. Sehr wenige von uns wissen, dass zahlenmäßig die Stimmen in den Vereinten Nationen von den diktatorischen Ländern gegenüber den demokratischen Ländern in der Mehrheit sind. Können Sie uns ein paar Beispiele geben? Wir haben in den UN-Jahrbüchern, die bis zum Jahre 1983 freigegeben worden sind, eine interessante Liste von allen Befehlshabern der sogenannten Friedenstruppen erhalten und sehe da, jeder einzelne General stammt aus Russland. Demzufolge wussten die Nordkoreaner ganz genau während des Koreakrieges, wie, wann und wo der Feind angreifen würde. Die UN-Generäle haben es den westlichen Bomberpiloten verboten, höher als 30.000 Fuß zu fliegen, da die russischen Raketen nicht höher als 30.000 Fuß fliegen konnten. Dieser Zusammenhang waren den US-Piloten zu dieser Zeit ganz bestimmt nicht bekannt. Ein anderes Beispiel ist die Lucas-Organisation. Lucas hat ein Büro in dem UN-Gebäude in New York. Das Ziel dieser Organisation ist, eine neue Weltreligion aufzubauen. Am Anfang hieß diese Lucas-Organisation die Lucifer Organization, aber aufgrund des negativen Images mussten die den Namen ändern. Sie können sich ja selbst vorstellen, wer oder was diese Religion anbietet. Wie üben die Vereinten Nationen Einfluss auf solche Länder wie Australien oder Deutschland aus? Ja, die Leute hier in Australien und andere Länder hat mehr als 2.500 internationale Verträge mit der UN abgeschlossen. Und in 1994 hat der oberste Gerichtshof in Australien bestimmt, dass diese Verträge für Australien bindend sind und können sogar australische Gesetze außer Kraft setzen. Und so wäre es wohl in allen Ländern, die Verträge mit den Vereinten Nationen abgeschlossen haben, so wie zum Beispiel Deutschland auch. Was sind das für Gesetze? Hunderte von diesen Gesetzen sind natürlich sehr nützlich, wo sie unsere Ökologie schützen beispielsweise. Aber auf der anderen Seite hat die UN Gesetze zum Schutze von solchen Gruppen wie die Kinderschänderorganisation NAMBLA, NAMBLA. NAMBLA bedeutet North American Man Boy Love Association. Solche Gruppen zu schützen scheint im totalen Gegensatz zu stehen zu den Gesetzen zum Schutze des Kindes. Aber werden die Kinder tatsächlich geschützt? Wenn im UN-Vertrag steht, dass die Kinder nicht mehr den Eltern gehören und dass die haben die gleichen Rechte wie Erwachsene. Und das macht ein normales Familienleben praktisch unmöglich. In welcher Weise können wir die Zusammenhänge zwischen der UN und der neuen Weltordnung erkennen? Wenn Sie sich das neue UN-Gebäude in Tokio, in Japan, einmal genauer anschauen, dann werden Sie bemerken, dass es in einer Form der Pyramide gebaut worden ist und dass es genau 13 Stockwerke hoch ist. Ist das nur ein Zufall? Im Giebel ist das bereits bekannte Auge, das
das allmächtige Auge. Aber leider haben wir kein besseres, deutlicheres Bild davon. Boutros Ghali, der Vorsitzende der UN, hat bei seinem letzten Besuch in Sydney, Australien, von einer Weltkultur gesprochen, die wir alle haben müssen. This respect for the culture of others and for its contribution to the global culture we all must create. Andere UN-Beauftragte sprechen von der Auflösung der Nationen. Can only be achieved by untying sovereignty from territory. Otherwise, it amounts to a prescription for perpetual war rather than perpetual peace. Dr. Heiberg says Europe's prescription of economic integration to subdue the destructive power of sovereignty is what the Middle East. Der merkt, wie alle westlichen Industrieländern unter Zwang stehen, multikulturell zu werden. Und man darf sich noch zu Recht fragen, warum das so ist. Wir hier in Australien sagen unseren Politikern, müssen uns völlig mit Asien integrieren. Wir müssen asiatisch werden. Unsere Politiker erzählen uns auch, die Welt kann nur in Frieden zusammenleben, wenn wir alle bunt durcheinander gemischt werden, und wer dagegen ist, der muss ein Rassist sein und will nur einen Krieg haben. Die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. Die Elite der neuen Weltordnung will die ganze Welt kontrollieren. Und das geht nur, wenn starke Nationen aufgelöst werden, wenn nationale Stolz und nationale Gefühle nicht mehr existieren. Wenn alle Grenzen fallen und die ganze Macht bei einer Zentralregierung liegt. Aber wie zerstört man eine starke, reiche Nation? Man beginnt damit, die öffentliche Infrastruktur sowie die Wasserwerke, die Stromwerke, Staudämme, Gefängnisse, Krankenhäuser, Fluggesellschaften und so weiter ans Ausland zu verkaufen oder zu privatisieren, wie es inzwischen so schön heißt. So kann die Elite solche Industrien viel leichter und besser übernehmen und kontrollieren, als wenn sie alle in der öffentlichen Hand bleiben. Dann braucht man eine Währungsreform, gefolgt bei der Auflösung der Landeswährung, und die ganze Zeit muss man die Angst schüren. Die Angst vorm Atomkrieg, die Angst vorm Ozonloch, die Angst vor der Umweltverschmutzung, die Angst, Rassist genannt zu werden, die Angst vor der globalen Arbeitslosenschlange, immer wieder und immer mehr Angst. Und dann zuletzt, man zwingt die Gesellschaft, multikulturell zu werden. Wenn alle diese Dinge vollzogen sind, ist die Nation keine Nation mehr. Hier in Australien wurde die Bevölkerung nie gefragt, ob sie multikulturell werden wollte oder nicht. Und am Anfang fanden viele Australier Gefallen an der Idee. Inzwischen haben sie erfahren, was multikulturell wirklich bedeutet. Und sie sind nicht mehr so begeistert. Inzwischen muss die australische Regierung jährlich mehrere Millionen Dollar investieren, um Rassenhass und ethnische Kriminalität zu bekämpfen und um verfeindete ethnische Gruppen auseinanderzuhalten. Eine Gesellschaft multikulturell zu machen, führt nicht, wie es immer von Politikern beteuert wird, zu einem friedvollen Zusammenleben. Das ist auch nicht der wirkliche Sinn dieser radikalen Politik. Es sollen nur internationalen Kriege verhindert werden. Internationalen Kriege kosten der Elite einfach zu viel Geld. Mit Bürgerkriegen kann man das Volk geteilt und besser unter Kontrolle halten. Bürgerkriege scheinen schon von vornherein eingeplant zu sein,
wie der deutsche Bundeskanzler Dr. Kohl vor ein paar Jahren in einem Interview andeutete. Das ist ein Haus Europa lieben, dass alle ihre Wohnungen dort drin haben, je nach ihren Bedürfnissen, alle Völker, dass die Streitigkeiten, die permanent da waren und permanent da sein werden, es hat keinen Sinn, die Illusion zu haben, wir würden keinen Streit haben, auch um ökonomische und andere Fragen, dass die aber zivilisiert ausgetragen werden. Ich sage es einmal ganz einfach formuliert, der Krach findet im Haus statt und nie mehr auf der Straße. Und Straße wird in diesem Fall Krieg bedeuten. Kleine Bürgerkriege werden ganz einfach und schnell von Truppenverbänden, die eine Spezialausbildung bekommen haben, niedergemacht. Diese Truppenverbände, meistens werden sie aus dem Ausland importiert, werden trainiert, gegen die Zivilbevölkerung vorzugehen. Sie werden hier in Australien und in Amerika SOG-Gruppen genannt, Special Operation Groups oder auf Deutsch Sondereinsatzgruppen. Ein Volk, das so zersplittet, entmachtet und überwacht wird, wird nie wieder die Kraft finden, sich gegen seinen Unterdrücker zu erheben. Und was ist mit den Asylanten, die hierher kommen? Was wollen sie denn überhaupt hier in Australien? Also sie suchen nur Schutz. Einen sicheren Schutz vor den Krallen der Elite. Sie haben nur noch nicht bemerkt, dass die Elite hier geboren wurde. Und wenn wir die Weltregierung bekommen, wo finden Sie dann Asyl? Kohl appelliert an alle Bürger. Deutschland steht nach Worten von Bundeskanzler Kohl in den nächsten Jahren vor einem grundlegenden und schwierigen Wandel. Jetzt sei jeder einzelne Bürger gefordert, so der Kanzler. Von alten Gewohnheiten müsse Abschied genommen werden. In the history of the world. I am convinced that the next century and your most productive years will be. Es ist natürlich nicht nur der deutsche Bundeskanzler, der weiß, dass es keine internationalen Kriege mehr geben wird. 1994 gab US-Präsident Bill Clinton eine Rede in der Staatlichen Universität von Moskau, wo auch er voraussagte, dass es in diesem Jahrhundert keine internationalen Kriege mehr geben wird. Die einzigen bewaffneten Kämpfe, die es geben könnte, werden die Kämpfe gegen Terroristen sein. In der 21. Century we will face new and different security threats. In the 21st century I predict to you there will be no world war to write about between nations fighting over territory. I predict to you that there will not be a new great colossus killing tens of millions of its own citizens to maintain control. I believe the battle. Später definierte der Präsident, wer und was ein Terrorist ist. Laut Clinton ist jeder ein Terrorist, der gegen seinen demokratischen Friedensprozess ist. In anderen Worten, wenn Sie nicht mit seiner Art der Demokratie einverstanden sind, können Sie als Terrorist abgestempelt werden und Sie können vielleicht als Freiwild enden. Was für eine Demokratie erwartet uns, wenn jede Art der Widerrede tödlich enden kann? Die Demokratie in einem Polizeistaat? Ganz zufällig steigt seit einigen Jahren die Kriminalität. Zufälligerweise werden auch neue Überwachungsgesetze weltweit eingeführt, angeblich um den Terrorismus
und der Kriminalität entgegenzutreten. Hier in Australien sind an allen Ecken, Brücken, Einkaufszentren und Straßen Überwachungskameras montiert. Private Telefongespräche in Häusern und Wohnungen dürfen abgehört werden. Wissen Sie, in der ehemaligen DDR hat die Stasi etwa 4 Millionen Akten über ihre 16 Millionen Bürger gehabt. Hier in Australien haben wir 18 Millionen Bürger und unsere Staatssicherheit hat etwa 11 Millionen Akten. Die Menschen in den sogenannten freien demokratischen Staaten werden inzwischen weitaus mehr bespitzelt als früher die Bürger mancher kommunistischer Staaten. Am 25. September 1991 unterschrieb der Generalgouverneur von Australien, Mr. Bill Hayden, ganz heimlich neue internationale Gesetze für politische und Zivilrechte. Ich wiederhole, internationale Gesetze. Diese Gesetze, kurz die ICCPR-Gesetze genannt, setzten sofort unser 200 Jahre altes bürgerliches Gesetzbuch außer Kraft. Obwohl die neuen Gesetze schon längst rechtskräftig geworden sind, werden sie noch nicht angewendet. Der Bevölkerung hier ist es deswegen immer noch nicht bewusst, wie leicht es inzwischen ist, kriminell zu werden. Zum Beispiel, ganz heimlich, haben wir folgende Rechte verloren. Das Recht auf Privatbesitz, weg. Die Versammlungsfreiheit, weg. Die Redefreiheit, weggenommen. Die Polizei darf jetzt unangemeldet und ohne gerichtlichen Durchsuchungsbefehl unsere Häuser und Wohnungen durchsuchen. Das Recht auf eine ordentliche Gerichtsverhandlung ist auch weg. Jeder australische Bürger kann jetzt verhaftet und, ohne jemals vor einem ordentlichen Gericht gestanden zu haben, auf eine unbestimmte Zeit eingelocht werden. Wie ich sagte, diese Gesetze werden noch nicht angewendet. Aber die Regierung hat es vor, irgendwann diese Gesetze anzuwenden. Und dann kann die Hölle los sein. Die Bevölkerung wird rebellieren. Aber die Regierungen in Amerika und Australien haben schon längst vorgesorgt und um große Mengen Staatsbürger einzulochen, haben sie einer Privatfirma die Erlaubnis und das Geld gegeben, riesengroße Gefängnisse zu bauen. Diese Privatfirma ist die Wachenhut-Organisation und Wachenhut ist eine Tochterfirma der Central Intelligence Agency oder CIA. Diese Gefängnisse können bis zu 100.000 Menschen aufnehmen und können jetzt auch ganz leicht von vorbeifliegenden Flugzeugen gesehen werden. In seinem Buch »Schwarze Hubschrauber über Amerika« hat der amerikanische Autor Jim Keith sogar die Lage dieser Gefängnisse aufgezeichnet. Obwohl wir einige solche Gefängnisse in Australien haben, dürfen sie nicht fotografiert noch gefilmt werden. Aber dieses Bild zeigt die Lage der Gefängnisse in Amerika. Zufällig liegt das größte aller dieser Gefängnisse bei Oklahoma City, wo vor kurzem das FBI-Gebäude durch eine Bombe zerstört wurde. Das Geld für diese Gefängnisse wurde schon 1991 von der US-Regierung abgezweigt. Diese Gefängnisse sind aber nur für die neuen Kriminellen, für die Bürger, die mit den neuen Gesetzen nicht einverstanden sind. Für solche Bürger, die mit Gewalt vorgehen, sind sogar Konzentrationslagern vorgesehen, und diese Karte zeigt die vorgesehenen Orte für die KZs.
Herr Blair, um die Welt zu kontrollieren, braucht man sehr viel Geld, nicht wahr? Wo kommt Geld her und welche Rolle spielen die Banken in der neuen Weltordnung? Well, money was once tied to a gold standard, but not anymore. Banks create money, then they lend it out, charging high interest rates. Even governments must borrow from international banks, and the interest on their loans is what citizens must pay back, and it's called the foreign debt. Now, even the solidarity tax that I believe West Germans are paying to East Germany is just the interest on the debts that were once owed by the old DDR to the international banks, with the difference that the money was borrowed in worthless East German marks, but now is being paid back in hard West German currency. Now the banks have created so much money that no country can produce enough anymore to pay back their debts, which means that we all owe more than we can repay. So when the banks come to demand their money back, we may have to give our country, our land, and all our resources to the international banks. In this way, our children may be sold into slavery. To put a country into great debt is perhaps the best way known to gain control over an entire country without using military force. And with very rich countries like my own, like Australia, it was difficult to drive the country into debt. But our foreign debt was driven high by a few politicians who not only believed in internationalism, but seemed to be working for internationalist forces. And massive amounts of money was given away to foreign countries, under the guise of aid programs as a good example. And Australia has even given away millions of dollars to the Sultan of Brunei, who's probably one of the richest men in the world. We borrowed more money from the international banks, and we gave it away to Vietnam, Indonesia, South Africa. We borrowed more and spent it on multiculturalism. We spent it on social welfare, paying for people for not going to work. We took in hundreds of thousands of immigrants, even though we have very high unemployment. And we immediately paid them dole money, food and housing, and gave them free medical benefits. Now, we owe so much money to the international banks that we cannot even pay the interest on those loans. Soon the banks may come and take over control of our forests, our water and our land, that is, our natural resources. We will lose all social welfare, there will be no more free medicine, no more dole, no money for single mothers or old and sick people, those that are in need. And the essentials such as food and gasoline and rents will become very, very expensive. So whoever owns the international banks we owe money to, they control Australia, and not our politicians, as many so naively believe. Wir haben von einer Weltwährung gehört. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Yes, a world currency can be brought in when the bankers decide that enough countries in the world are deep enough in debt to take over their control. The banks may declare these certain countries bankrupt, which has been done before, and unable to pay their debts. The stock markets will probably crash and the currency of these countries will become worthless. The banks will immediately take over ownership of all mortgaged properties and businesses. At that stage, the banks will probably also cancel the money systems we have in use today, and everyone
will be forced to use a plastic debit card. Not a credit card, a debit card. Which means that because nobody has any money, real money anymore, in order to buy anything, we'll have to borrow the money at high interest rate from the bank. And of course, that will put each and every one of us deeper into debt. And we will be in a further debt spiral, which we can never escape from. Die Menschen werden so etwas nie akzeptieren. Es wird überall Aufstände geben. Yes, there could be civil wars, which could break out all over the place. But you must have noticed that by now that in most Western countries it is forbidden to own a gun. And only the government agencies, like the police and the army, are legally allowed to carry weapons. Aber unsere Polizei und Soldaten werden nie Waffen gegen unsere eigene Bevölkerung einsetzen. Well, look, really, here in Australia, our police and military are being trained to do just that. You only have to watch the news to see police and military forces constantly being pitted against civilians all around the world. But even if our own military will not act against us, the citizens, our government certainly could just happen to bring in a few thousand United Nations peacekeepers to keep the peace. Sie meinen, die Bevölkerung sollte Waffen besitzen dürfen? Look, if the Cubans had been able to keep their guns, their weapons, how long would Castro have survived? And the first thing that Lenin did to the Soviet people was to disarm them. That way they could no longer keep the revolution going, and in particular weren't able to protect themselves against their own corrupt politicians. Therefore, I feel that citizens should have the right to protect themselves and that weapons... So, wenn wir diese neue Karte bekommen, wie wird die neue Weltwährung aussehen? Yes, the world currency will most probably be electronic. The American Star Wars program, as you may know, has been or was set up not only for defense purposes, but actually to carry international banking information. But by telling the American people it was for their defense, they managed to get the American taxpayer to pay for it. Otherwise, the banks would have had to pay for it themselves. So when everyone in the Western world has been issued with a smart card, all banking business can be done electronically. As you know, the system has been set up a long time ago. Now, however, as these cards will be debit cards to stop people stealing or copying other people's cards, the banks will insist that every card carrier must be registered and, of course, given a personal number. Now, this personal number will be your number for life. You will not be allowed to buy or sell anything without it. It will be registered on a worldwide computer system. This is easily done. And every move you make can be registered. Everything you buy or sell can be tracked and registered. Das Ende des Steuerbetruges? Well, yes. Not only the end of tax fraud. It essentially could be the end of robbery, the end of drug dealers too. Because every move that is made by a person can be registered by the computer. Now, the world government will love it because they will control all taxes and all drug deals. It might make them more efficient in their drug dealing from their past efforts. Now, all your finances will be totally controlled by the banks and the groups that own them. You will not be able to buy a bus ticket if they don't want you to do so. Also, sind es die Banken, die die neue Weltordnung kontrollieren?
No, it's the people who control the people who control the banks. It's a group of elite who have world passports that control the new world order. But there are quite a few groups, both political and religious, that are unwittingly supporting the idea of world government and helping to promote the new world order elite to gain control. These people may be well-intentioned, but they are misinformed and easily controlled for the purposes of the new world order. They would include the Marxists, International Socialists, even the Baha'i Church, just to name a few. These groups, who now hope and who are working towards a world government, do not yet realize that when the elite are in power, that these groups who assisted them to come to power will be made illegal. And if we look at the example of the former Soviet Union, they can be liquidated once they have been used for the purpose of the establishment of this new world order. Im März 1975 trafen sich in Lima, Peru, die Mitglieder der UNIDO. Aus dieser Konferenz entstand die sogenannte Lima-Deklaration. Dieser Vertrag wurde von allen westlichen Industrienationen unterschrieben. In diesem Vertrag haben sich die Industrienationen verpflichtet, ihre Industrien und ihre Fabriken abzubauen und sie in den Drittweltländern aufzubauen. Seit 1975 sind mehr als die Hälfte aller australischen Industrien abgebaut worden und nach Asien gegangen. Die Produkte, die wir jahrelang selbst gebaut und hergestellt haben, müssen wir jetzt aus dem Ausland importieren. Jeder vierte Arbeiter in Australien ist jetzt arbeitslos. In welchem Land sind die deutschen Arbeitsplätze geblieben? Wir sind am Ende des Videos angelangt. Und obwohl wir es nicht gewagt haben, Ihnen alles, was wir hier in Australien über die neue Weltordnung gelernt haben, zu erzählen, können Sie vielleicht jetzt die politischen Veränderungen, die fast täglich in unserem Leben in Deutschland eingeführt werden, besser verstehen. Sie wissen jetzt, weshalb die Liebe und der Respekt für unsere Heimat dem Internationalismus weichen muss. Weshalb müssen, laut der Vereinten Nationen, alle schönen Kulturen der Welt, auch unsere, einer globalen Kultur weichen. Sie wissen, dass eine diktatorische Weltregierung, eine globale Kultur, eine Weltwährung, eine Weltarmee und eine satanische Religion geplant sind. Sie wissen auch, dass wenn Sie sich gegen diese pseudo-demokratisch entschiedene Weltregierung stellen, dass Sie als ein Terrorist behandelt werden können. Und dann... Tschüss.